Welche Haltung ist denn nützlich, wenn man ein Universitätsstudium beginnen will? Und damit ist jetzt so wirklich gemeint ein Mindset. Also was ist da nützlich? Welche Herangehensweise tut einem gut, um den Einstieg in die Universität gut zu bewältigen? Ja, ich würde sagen, dass so ein offenes Zugehen auf Leute, sich freuen, neue Leute kennenzulernen, ein neues Fach kennenzulernen, dass das sehr hilft. Und aber auch, dass man sich halt irgendwie vor Augen führt, dass das jetzt keine Verpflichtung für immer ist, sondern dass das so ein bisschen ein Versuch ist. Also, dass man quasi das erste Semester, also die STEOP, auch für sich selbst als Art Kennenlernen der Uni halt sieht und schaut, ob das halt für einen selber passt. Also ich habe mir, glaube ich, im ersten Semester bei meiner ersten STEOP bei transkulturelle Kommunikation schwer getan, das locker zu sehen, weil man halt, ja, man möchte die STEOP schaffen, man möchte irgendwie da weiterkommen und so. Aber eigentlich ist es ja so eine Art Kennenlernen und ich glaube, das würde ich halt quasi mir selbst als Tipp geben, dass das diese Herangehensweise vielleicht hilfreich wäre. Ja, also ich kann mich dem, was die Fedora gesagt hat, da voll anschließen. Beim ersten Mal ankommen war ich nicht auf das Studium konzentriert. Und beim zweiten Mal ankommen habe ich mir wirklich aktiv vorgenommen, mich da jetzt ganz drauf einzulassen und auch wirklich dem Ganzen gegenüber offen zu sein und vor allem nicht so erpicht darauf, gute Noten zu sammeln und immer nur die Beste zu sein, wie ich es nämlich von der Schule gekannt habe. Und an der Uni ist es halt ganz anders. Ja, also wie die Fedora gesagt hat, wirklich offen an die Sache rangehen und auch offen für Fehler und offen Erfahrungen zu machen, auch wenn es schlechte Erfahrungen sind und dann im besten Fall auch etwas Positives ziehen zu können und aus diesen Fehlern zu lernen, damit man sie dann in Zukunft nicht mehr so häufig wieder macht. Also auch ein bisschen lockerer rangehen an die Sache. Ich weiß, dass es schwierig ist, je nachdem, welche Verpflichtungen man im Hinterkopf hat und ob man Druck von der Familie aus hat oder sich selber einen Druck macht. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Nicht zu sehr darauf fokussieren, alles richtig zu machen. Und ich glaube, da kommen noch zwei Sachen zusammen, würde ich sagen. Nämlich einerseits eben diese Vorbereitung auf das Studium, bevor man überhaupt anfängt. Das hat mir bei meinem ersten Studium bei der Kunstgeschichte gefehlt, weil ich halt nicht darauf geachtet habe, mich irgendwie vorzubereiten, was ich bei der Japanologie dann nicht gemacht habe, sondern da habe ich mich wirklich im Vorhinein erkundigt und habe die Webseiten angeschaut und geschaut, was eigentlich von mir erwartet wird. Und dementsprechend motivierter und zuversichtlicher bin ich dann auch rangegangen an die Sache. Und das Zweite ist eben, was die Fedora auch gesagt hat, dass Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen, weil ein gemeinsamer Start ins Studium ist einfach einfacher. Geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Ich würde sagen, dass das, also es war ja auch so die Frage, ob man es jetzt eher als schulische Ausbildung sieht oder ob es darum geht, sich jetzt einfach für ein bestimmtes Thema zu interessieren und da sehr zu vertiefen. Und ich denke, dass es speziell bei der STEOP schon so ist, da wird ja zum Teil auch sehr aussortiert. Also bei uns in den Ernährungswissenschaften war das so. Und dass da aber auch viele drauf gekommen sind, dass es vielleicht einfach nicht ihr Fach ist. Also dass sie gemerkt haben, okay, das ist mir jetzt zu viel Chemie. Oder irgendwie ist es doch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also, dass man das wirklich auch als Chance sieht, vielleicht zu sehen, ob das Studium zu einem passt. Und andererseits muss ich halt schon sagen, dass bei den Ernährungswissenschaften die STEA, würde ich jetzt schon mal sagen, eher so schulisch war. Also, dass man halt wirklich die ECTS sammeln muss und die Prüfungen bestehen und dass oft nicht so viel Zeit bleibt, wirklich so tief in das Thema einzutauchen, wie ich es halt oft gerne gemacht hätte. Also ich hätte mich oft mit Dingen intensiver beschäftigen wollen, als es dann so zeitlich möglich war, weil, also man kann natürlich also auch spätere Prüfungstermine wählen, aber ich hatte dann halt auch immer im Hinterkopf, okay, ich möchte jetzt irgendwie in diesem Semester das STEOP schaffen und dann noch das und das machen. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass es am Anfang schon eher recht schulisch war und es da vor allem auch wichtig ist, eben sich das Zeitmanagement, irgendwie ein gutes Zeitmanagement anzueignen, damit man halt einfach nicht, was glaube ich recht leicht passieren kann, dass man dann irgendwie nicht so eine Struktur hat und irgendwie so in den Tag lebt und dann halt weiß ich nicht, um 14 Uhr zur Vorlesung geht und viel mehr schafft man dann nicht mehr, dass man halt wirklich sich selbst strukturieren lernt. Das würde ich halt auch als sehr wichtig empfinden.
ich wollte mich da meinen Vorrednerinnen auf jeden Fall mal anschließen mit der Offenheit. Das war wirklich bei mir eben auch. Das war irgendwie ganz was Neues und einfach nur ein Versuch, quasi mein Studium in der Kultur- und Sozialanthropologie. Und mit der Offenheit bin ich da sehr gut weitergekommen. Das mit dem Durchstrukturieren, das hat irgendwie nicht so geklappt, aber es war irgendwie für mich eher das Mindset, einfach mal ankommen, schauen, was gibt's da, Leute kennenlernen, alles kennenlernen. Ich wollte einfach in die Stadt das alles erleben, das Studentinnenleben haben, so wie ich es mir halt vorgestellt hatte. Und dann war am Anfang dann kam von meiner Studierendenvertretung, die haben uns willkommen geheißen und meinten, ja, stresst euch nicht. Und das war ganz gut. Und dann war es einfach locker, Leute kennenlernen, dann schon kurz vor den Prüfungen mal lernen, aber irgendwie so, es eher locker angehen. Und es hat auch gepasst, also nicht auf ETCS aus, sondern mehr schauen, dass es mich interessiert. Und aber das kann ich nur empfehlen, es macht wirklich Spaß. Es hilft einem am Beginn wirklich, wenn man versucht, eine eher extrovertierte Seite von sich selbst zu finden und die zu leben, dass man einfach... Ja, dass man halt sagt, quasi man sieht jetzt davon ab, dass wenn man irgendwie Fehler macht oder so, dass man sich davon zurückschrecken lässt, sondern dass man wirklich aktiv auf andere zugeht und dass man auch merkt, dass das ganze Studium ein sehr gemeinschaftlicher Prozess ist und dass man vielleicht auch lernt, dass man Hilfe annimmt. Also ich finde, das ist ein ganz essentieller Teil, dass man eben nicht versucht, das Studium alleine durchzustehen. Ich meine, das wird auch möglich sein, aber ich glaube doch, dass das Ganze sehr, viel angenehmer vonstatten geht, wenn man einfach akzeptiert, dass man Hilfe annimmt, wenn man sie bekommt und auch aktiv danach fragt, wenn man sie braucht im Endeffekt. Und das ist dann eben auch ein großer Vorteil, glaube ich. Ja, danke. Wir haben da jetzt auch schon die zwei Aspekte, also sozusagen dieses explorierende, auch schöne, lustbetonte, soziale Herangehen, aber dann doch eben auch die Notwendigkeit, ICTS-Punkte zu machen und hier auch strukturiert vorzugehen. Wie habt ihr das, wir haben jetzt schon ein bisschen was davon gehört, aber wie habt ihr das empfunden, ich gehe jetzt vielleicht nochmal ein auf diesen Druck, ICTS machen zu müssen, die Ausbildung auch in einem gewissen Zeitraum absolvieren zu müssen. War das, vielleicht noch ein Wort dazu, wenn die eine oder der andere was hat, war das belastend oder war das eigentlich eh so zweitrangig? Bei mir in der Kultur- und Sozialanthropologie, da ist es irgendwie, da wurde mir von allen Seiten gesagt, ja, es geht um euer Interesse. Also es wurde wirklich, der Fokus lag nicht auf den ETCS, sondern auf das, dass wir als Personen Spaß daran haben und eben das Fach mögen und studieren wollen. Und das heißt, es kam irgendwie von allen Seiten, glücklicherweise auch von meiner Familie, da hatte ich Glück, aber eben auch ProfessorInnen und allen, das ist einfach wirklich, sie wollten uns als interessierte StudentInnen haben und nicht als, um möglichst schnell die Prüfungen zu machen. Und so wird es auch bis jetzt bei mir im Fach in der KSA kommuniziert. Und es hat irgendwie sehr schön den Druck rausgenommen. Ja, also ich glaube einfach, dass da ein relativ starker Kontrast zum Beispiel jetzt zu meinem Studium der Ernährungswissenschaften ist, wo ich schon das Gefühl hatte, dass es ja auch darum geht, jetzt wirklich die Prüfungen abzuschließen und jetzt nicht nur auf Interesse zu lernen, wo ich auch dazu sagen muss, dass am Anfang vor allem sehr viele Grundlagen vermittelt werden, also Physik und Chemie und alles Mögliche, was jetzt vielleicht nicht so das Kerninteresse der meisten Studierenden war. Ich habe mir persönlich schon sehr viel Druck gemacht und machen lassen. Und da würde ich mir im Nachhinein, glaube ich, auch den Rat geben, das ein bisschen lockerer anzugehen oder zumindest nicht so die Uni über alles zu stellen und sich zu denken, das ist jetzt irgendwie so das eine Ziel, das ich erreichen muss und alles andere zählt bis dahin jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Also so beim Lernen auf Prüfungen zum Beispiel, da glaube ich, läuft man schon manchmal auch dann Gefahr, das einfach zu ernst zu nehmen. Bei der Kunstgeschichte war es für mich ganz anders, weil ich da keinen Druck hatte, weil ich ja wusste, dass ich die Steo quasi nur als Übergang mache oder das Studium an sich. Bei der Japanologie hingegen war der Druck wesentlich größer, einerseits von meiner Familie aus und andererseits auch vom Studium an sich aus, weil in der Japanologie Teil von der Steo ist, dass man eine Übung besucht, eine sprachliche Übung,
um die japanischen praxisbezogenen Aspekte der theoretischen Vorlesung, die zu STEOP gehört, also zu kombinieren quasi. Und wenn man diese Übung nicht schafft, dann verliert man ein ganzes Semester, weil die immer nur im Wintersemester stattfindet. Und dadurch war der Druck enorm, weil man halt von Anfang an wusste, wenn man das da jetzt nicht geschafft hat, obwohl man die STEOP theoretisch geschafft hat, dass man jetzt ein Jahr verplempert, mehr oder weniger. Dementsprechend, viele haben auch aufgehört im ersten Semester. Also im ersten Semester wird wirklich ausgesiebt, was für also viele, viele ein großer Stress war und ein großer Druck war. Von dem her war das ECTS-Punkte sammeln eigentlich oberste Priorität. Und erst im Laufe des Studiums oder im Laufe des DEOP habe ich gemerkt, dass dass es nicht so schlimm ist, wenn man es nicht schafft und wenn man diese Punkte nicht sammelt und dass es eigentlich sogar im Endeffekt für mich ein Vorteil war, weil ich doppelt so viel Zeit hatte, um mir diese japanischen Grundkenntnisse anzueignen, die meiner Ansicht nach sowieso nötig wäre, um wirklich vertieft und mit einer guten Basis ins Studium zu starten. Also bei mir war es was mit sehr viel Druck verbunden, obwohl es eigentlich für mich ein lustorientiertes Studium war, weil ich ja eigentlich schon einen Beruf gelernt habe und das nur aus Spaß gemacht habe, mehr oder weniger. Ich würde mich dem auch gerne anschließen, ganz generell, wobei ich eben sagen würde, wenn nicht ein tiefgehendes Interesse für ein Fach oder für ein Studium da ist, dann glaube ich eigentlich fast nicht, dass man es abschließt. Also es ist, würde ich sagen, zumindest eine Grundvoraussetzung, dass man sich auf jeden Fall interessiert für das Studium und wirklich sehr interessiert, wenn man es durchziehen möchte. Aber es ist eben ganz generell eben nicht so, dass man das wirklich auch, also man kann das nicht schwarz-weiß betrachten und sagen, es ist nur lustorientiert oder es geht nur ums ECTS-Sammeln. Also es ist halt von beiden etwas. Ich würde sagen, das Wichtigere ist auf jeden Fall das Interesse. Aber man kann, darf nicht aus den Augen verlieren, mehr oder weniger, dass es kommen sicher Dinge vor, für die man sich nicht so stark interessiert, die man aber im Zuge des Studiums trotzdem abschließen muss. Das heißt, es ist einfach eine Mischung aus beidem. Und ich würde auch sagen, bei der STEOP in Mathematik ist das recht straightforward. Also die STEOP besteht grundsätzlich aus zwei Einheiten, also nicht Einheiten, sondern aus einer Vorlesung und einer Übung. Und die einführende STEOP-Vorlesung dauert eben nur 4 Wochen. Das heißt, der erste Prüfungstermin ist im November. Das heißt, es ist ohnehin relativ so ein eng geschnürtes Programm, mehr oder weniger. Das heißt, man muss am Beginn sowieso einfach mal dabei sein und mitmachen, damit man das durchzieht. Und das wird dann, also im weiteren Verlauf wird dann also mehr, wie soll man sagen, universitätsmäßig, so dass eben dann die Prüfung im Semesterende, aber zumindest die STEOP in Mathematik ist so, dass wirklich am Anfang eher darum geht, dass man das einfach mal durchzieht und auch versucht, dass man da dabei bleibt, auf jeden Fall. Ich würde mich eigentlich voll dem anschließen, was jetzt auch der Felix gesagt hat. Also ich glaube auch, dass es irgendwie beides braucht. Also natürlich mal zuerst als Grundvoraussetzung das Interesse und dann natürlich eben auch schon ein bisschen diesen Drive und dieses Bild, dass das auch eine Berufsausbildung ist. Und irgendwie, ich hatte das ein bisschen die perfekte Kombination, weil ich eben sehr Interesse hatte an dem Fach und das halt auch genau oder an den beiden Fächern eigentlich. Und die mich eigentlich, wenn ich das mache und schaffe, genau dorthin bringen, in dem Beruf, den ich mir so wünschen würde für mich. Und ich glaube, das ist so das, was einem am meisten Motivation dann halt auch bringt. Aber ich muss auch sagen, dass in meinen beiden STEOP-Semestern der Druck von der Uni aus sozusagen, also von den Vortragenden schon sehr groß war, weil das so ein bisschen dieses Aussieben war und nur die Besten der Besten kommen weiter quasi. Also besonders bei meinem ersten Studium transkulturelle Kommunikation war das schon dieses, wenn man nicht besonders sprachbegabt ist und die beste Grammatik und den schönsten Ausdruck hat, dann schafft man es nicht. Und ich habe mich da schon auch sehr davon beeinflussen lassen und eigentlich mir dann im Endeffekt viel mehr Stress gemacht als eigentlich nötig. Also ich habe von außen, von der Uni zwar diesen Stress bekommen, von meiner Familie oder so überhaupt nicht, aber habe das dann sehr selbst weitergetragen. Und das ist mir dann eigentlich in meinem zweiten Studium, also in meinem zweiten STEOP bei Politikwissenschaft viel besser gelungen, dass ich das irgendwie, hatte ich mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, in der Hinsicht schon, dass ich mir gedacht habe, ich schaffe das schon und wenn ich das möchte und wenn mich das interessiert, dann wird das schon gehen und wenn es nicht beim ersten Mal geht, dann halt beim zweiten Mal. Also ja, ich glaube, beides wäre perfekt und manchmal ja, ist das eine halt ein bisschen stärker als das andere.